Morning, meine Franzis. Wir räumen auf, weil der Wellensittich aus wie ein Schweinestall. Wird ziemlich nice. Wir stehen hier an diesem Hafen. Ja, jetzt los und dann fahren wir nach Galway. She played the fiddle in an Irish girl and she played in love with an Englishman. Kissed her in the neck and then I took her by the hand. Baby, I just wanna dance. A pretty little. Julian. Galway Girl. Na, 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 na. So, Van ist aufgeräumt. Auto ist bereit. Ich habe Haare gekämmt, weil meine Haare sehen schon blöd aus. Wir müssen schauen, dass wir morgen irgendwo übernachten. Ja, zufrieden mit uns, weil wir haben jetzt schon so viele Counties gesehen. Ich zähle mal auf: Dublin, Wicklow, Wexford, Waterford, Kilkenny. Das sind fünf. Dann Cork, Tipperary, Kildare, Meath, Westmeath, 10. Roscommon, Clare, Galway. 13. Ja, wir bleiben jetzt natürlich in Galway, aber. Aufgeräumter wird's nicht mehr. Gell, Julian? Huh? Wohin fahren wir jetzt? Go away. Yeah! Dieser Mensch, Mann, mich macht das aggressiv, ist der behindert eigentlich? Ja, echt, überhol oder überhol nicht, aber so steh doch Affe, nicht Mann. Es regnet, es regnet. Ich hab einen Schirm, der Julia nicht. Wir laufen jetzt nach Galway in die Stadt. Ja, heute ist Galway dran, aber es regnet. Und es ist außerdem Sonntag. Das ist beides eigentlich ja nicht die optimalsten Bedingungen sind, um die Stadt anzuschauen. Aber ja, mal gucken, wie uns Galway gefällt. Es regnet leider sehr stark. Aber die Stadt ist, glaube ich, sehr nett, wenn es nicht so sehr regnen würde. Julian, was sagst du zum Wetter hier? Wenigstens ist es nicht wirklich kalt. Also, es ist wenigstens nicht wirklich kalt, sage ich. Aber voll süß hier. Willst du nichts sagen? Stille. Wir laufen immer noch durch Galway. Wir haben gerade eine kurze Shopping-Center-Mittagessen-Zwischenpause gemacht und haben jetzt eine andere Stunde Straße gefunden. Und es ist ja nett hier, es ist aber nicht besonders groß. Also an Julia, weißt du noch, wie wir da in Belfast rumgelaufen sind und dann den halben Nachmittag in McDonald's verbracht haben, weil wir einfach nicht mehr wussten, was wir machen wollen. Und das war einfach ätzendes Wetter und wir waren einfach voll fertig. Genauso ist es halt hier auch. Also wir sind nicht so fertig jetzt, aber man ist halt schnell fertig und dann, wenn wir jetzt nicht zum Auto gehen könnten, wann wir wollen, müssten wir hier auch irgendwo rumhocken. Ich würde mir auf jeden Fall Empfehlung für einen Tagestrip, wenn man in Irland ist.
Ansonsten nicht unbedingt. Und Julian, wie findest du Galway? Wäre das Wetter besser, würde es mir vielleicht gut gefallen. Und so gefällt es dir? Nicht so gut? Nein. Ist es besser oder genauso wie die anderen Städte, wie wir bis jetzt angeschaut haben? Oder schlechter? Schlechter, obwohl die Musik nett war. War nett für Musik. Ja. Ganz okay. Wetter ist mies, das stimmt allerdings. Ich mag kein mieses Wetter. Die Sonne soll scheinen. Sonne, komm bitte. Sonne. Funktioniert nichts. So, vorne hier seht ihr die Cathedral of Galway. Sieht nicht so schmuckig aus, aber wir werden sehen. Kann mir jemand sagen, was das für eine Stilrichtung ist? Barock sicher nicht. Renaissance sicher auch nicht. Irgendwas Altes scheint mir zu sein. Aber überall sind hier so Mauern. Ja, das ist hier in der Area so. Das gibt es morgen auf den Inseln. Ist das so? Das sind Begrenzungen halt für die Felder von früher. Ich bin halt kein Traktor. Dumme Idee. Weil wir können auch rückwärts zurückfahren, wenn wir es lieben. Für die Nacht etwas hier über so eine sehr sketchy Straße gefahren. Da wohnt eine Kuh. Aber wir stehen halt direkt am Meer. Danke, Van, fürs Bringen über diese komische Straße. Und ja, ich bin probably sehr nicht heute Nacht. Und, aber die Aussicht ist auf jeden Fall Premium. Also ziemlich cool, muss man schon sagen. Jetzt hoffen wir, dass wir hier nicht, hier ist es nicht besonders windgeschützt. Und die letzte Nacht, wo ich so viel Wind war, hatten wir nicht so viel Spaß. Und vor allem diese Straße ist sketchy gewesen. Es war keine Straße, es war ein Weg. Ein Feldweg. Aber da ist irgend so ein Wanderweg, den schaue ich mir jetzt. Hi Kühe! Auto. Seinen gemütlichen Nachmittag im Van hockt er draußen mit seinem Bier.